Ja, herzlichen Dank für dein Wort. Der böse Headcoach und die böse Mannschaft haben sich bedauerlicherweise an den Businessplan gehalten. Ja, das war ein Businessplan für die letzte Saison. Ja, der sah nämlich vor, dass wir langsam in der Probe Fuß fassen, ja, und uns dann eben aussuchen können, ja, je nachdem wie die Entwicklung des Vereins ist, ja, wann wir aufsteigen. Nein, das haben wir gemacht. Wir haben zu gut gespielt, haben die ganze Probe niedergewalzt, ja, und sind also aufgestiegen. Es ist ein Prinzip, sowohl des Hauptsponsors, der Oettinger Brauerei, wie auch von den Partnern, wie auch vom BIC, dass wir keinen aufhalten und dass Leistung, ja, nicht nur gefordert, sondern auch gewürdigt wird. Und so war es eine große Herausforderung, nach der Saison zunächst mal oder überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, dass man in der Pro A spielt. Die Voraussetzungen sind nämlich etwas anders als in der Pro B. In der Pro B braucht man 500 Zuschauer, ja, man braucht Plätze für 500 Zuschauer, ja, man braucht Voraussetzungen von 1 bis 23, und in der Pro A, ja, sind es halt doch ganz andere. Es kam übrigens verstärkend dazu, dass uns die Stadt und der Landkreis Gotha unmissverständlich mitgeteilt hat, dass wir auch, wenn wir in der Probe geblieben wären, in unserer alten Spielstätte hätten nicht spielen dürfen. Also war es eh schon wurscht. Ne? Aber wie gesagt, okay, dann nehmen wir natürlich klar den Aufstieg, ja, und schauen mal, wo wir eine Halle finden, in der wir dann Pro A Basketball spielen können. Wir waren in Erfurt, haben uns da die Riedsporthalle angeguckt, ja, die wohl geeignet gewesen wäre, ja, aber die ist ganz einfach nicht mit einem Basketballparkett oder mit einem Parkett ausgestattet. Man hätte jedes Mal, ja, zu jedem Spieltag das Parkett rein- und auslegen müssen, und dann hätte man mit der Liga auch Probleme bekommen, weil die Liga schreibt vor, ja, dass man nur in Hallen spielen darf, wo eben ausschließlich Basketball trainiert wird. Ja, und da haben sie schon bei jeder Schulsporthalle ein Problem, weil jeder Schulsporthallenboden ist mit, in Deutschland zumindest, ja, mit so vielen Linien gespickt, dass es ausschaut wie die Anleitung von einer Linie-Anleitung oder sowas. Ja, oder wie eine Landkarte. Das ist ganz schlimm. Da kann man gar nicht erkennen, wo Basketballlinien sind. Wir waren dann in der Messe, im Messezentrum unterwegs, in der drei Messehallen in Erfurt, auch wenn man nur immer eine sieht. Ja, und haben da uns darüber unterhalten, ob wir nicht in der Messe spielen können. Ja, aber es war im Endeffekt, hätten wir genau das Problem gehabt, das wir in der letzten Saison auch hatten, wir wären immer von jemand anders abhängig gewesen. Ja, wir hätten dann irgendwelche Kompromisse machen müssen. Und am Ende hat BIC mit den Partnern, mit den Unterstützern, ja, einen, so wie ich denke, großen Schritt gemacht und einen großen Entschluss gefasst. Ja, der Entschluss heißt, wir wollen nicht abhängig sein. Wir wollen was Eigenes tun. Ja, wir halten uns natürlich an alle Auflagen, die von staatlicher Seite und von der Liga an uns herangetragen werden, und werden die auch erfüllen. Ja, aber wir wollen unser eigenes, wie der Coach ja schon gesagt hat, unser eigenes Wohnzimmer haben, in dem wir bestimmen, was losgeht. Ja, und so ist die vage Idee gekommen, dass wir eine eigene Halle bauen könnten. Ja, und wenn ich Ihnen sage, ja, wie die Entscheidung und die Bauzeit, ja, und der ganze Plan, die Planung gelaufen ist, ja, dann ist es schon eine großartige Leistung, und ich denke, ja, dass so etwas nur im privaten Bereich möglich ist, ja, wenn ohne
Stadt und Landkreis, die müssen ja natürlich die Baugenehmigung erteilen und so weiter. Aber die Bauausführung hätte, wenn ich nicht alleine hätte machen können, schon wesentlich länger gedauert. Wir bauen jetzt seit 6 Wochen. Ja, da haben andere noch nicht mal die Erdarbeiten erledigt, um irgendwelche Abwasserleitungen einzubringen. Nein, wir sind innerhalb von 6 Wochen schon fertig. Ja, und wenn Sie sich umschauen, dann haben Sie eine Arena, die allen Ansprüchen genügt. Ja, und die eine einzigartige Atmosphäre auch für Pro-A-Verhältnisse darstellt. Wir haben an alles gedacht. Es geht los von Umkleidekabinen für die Cheerleaders bis hin zum Babywickelraum. Alle Auflagen sind erfüllt worden. Ja, wir wollen attraktiven Basketball bieten. Wir wollen uns möglichst wenig reinreden lassen. Wir werden die Voraussetzungen so schaffen, dass man schnell in einem oberen Bereich der Pro A spielen kann, wenn die Mannschaft dazu leistungsmäßig in der Lage sein sollte, das wissen wir. Wir müssen sich jetzt erst noch beweisen. Aber das Versprechen geht weiter, wir halten keinen auf. Die Halle ist ein Tiling-Professorium. Ja, sie ist kein Professorium, weil sie so gebaut ist und genehmigt ist, dass sie 2, 3, 4 Jahre halten kann. Ja, und wir sind stolz darauf, dass wir einen Partner gefunden haben, der dieses Vorhaben zuerst ermöglicht. Das ist nämlich ein ernstes Problem. Die Firma Schmitz Cargo-Ulm ist ein Partner, der jetzt innerhalb der letzten Wochen bewiesen hat, dass er seriös ist, top zuverlässig ist und dass er für den Standort Gotha etwas tun will. Schmitz Cargo-Ulm bekennt sich zum Standort und ist sehr großer Teil dieser Maßnahme. Schließlich befinden wir uns auf dem Gelände von Schmitz Cargo-Ulm. Die haben uns großzügig Unterstützung gestattet, hier uns auszutoben. Ja, wir haben Luxusverhältnisse, auch die Parkplätze zum Beispiel. Ja, die Parkplätze, die sind so umfangreich, dass man sogar mit, von den Voraussetzungen, sogar mit 3000 Zuschauern hier spielen könnte. Momentan sind nur 1500 Plätze geschult. Ungefähr. Ich weiß nicht, ob es genau 1500 sind, aber es sind 1500. Ich denke mal, damit habe ich Ihnen einen kleinen Abriss mal gegeben in die Geschichte, wie das zustande gekommen ist für die Halle. Ich habe mich bei Schmitz Cargo-Ulm bedankt dafür auch einen Vertreter von Schmitz Cargo-Ulm begrüßen, der zugleich der Hallensprecher von Big East, von Rockets ist, den Jeffrey Heil. Machen wir Winke Winke, damit man mich auch sieht. Das ist der Mann mit dem Elefant am Revier. Er hat auch wesentlichen Beitrag, dass wir hier eben sein dürfen. Ja, das ist soweit ein bisschen eine Einführung, Introduction in die ganze Geschichte. Ja, ich stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung und gebe das Wort zurück an Ludwig. Thank you.